Und willkommen zurück, Freunde, zu Risen 3. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal ein bisschen weitergemacht. Nicht eine weltbewegende Sache, sondern eher eine Vielzahl von Kleinigkeiten. Wir nehmen Horas mal gerade hier schon mit. Können wir anscheinend nicht, okay. Vielleicht will er hier nicht zu den Inquisitoren. Auf jeden Fall, was habe ich gemacht? Ich habe in, wir gehen das einmal durch, ich habe mir das alles aufgeschrieben, nochmal zur Sicherheit, weil es jetzt auch schon ein, zwei Tage her ist, in Kalador hier in dieser Stadt mal einiges ausgeräumt. Ich habe ja hier mittlerweile diesen Sicht des Goldes, Sicht der Magie und all dieses Zeug und kann damit Dinge ja ziemlich gut schon mal so orten und rauben und gerade hier mit diesem Luftarm hier sozusagen konnte ich wirklich sehr gut Dinge stehlen und so und so. Ich habe mich da erstmal um einiges bereichert, kann man so sagen. Dann habe ich in, ja, Kieler war das, glaube ich. Hier vorne müsste das gewesen sein. Hier musste ich nämlich sowieso noch was sammeln und dann konnte ich hier von einem irgendwas, weiß ich nicht wem genau, lernen. Ich glaube, den habe ich, genau, den habe ich bis nach hier unten mit, musste ich den begleiten. Da konnte ich lernen, Felle abzuziehen und Zähne von Tieren zu nehmen. Ja, das einmal noch. Dann habe ich in Taranis, hier waren ja noch zwei Schätze, einer glaube ich hier und einer da ganz oben, die habe ich eingesammelt. Da war aber auch nichts Weltbewegendes drin. Alles davon habe ich aber auch noch nicht verkauft. Und dann hatten wir ja von Erasmus noch die Aufgabe bekommen, Quarz zu sammeln. Das war einmal hier, da habe ich welche gesammelt. Einmal waren da welche, da sieht man auch, da habe ich den Wegpunkt jetzt noch. Und dann waren, glaube ich, auf Kila, waren hier unten, waren noch überall Quarze, die habe ich gesammelt. Und dann habe ich in Kieler hier am Strand, da sind so, was weiß ich, 5, 6 NPCs, da habe ich auch mich ziemlich viel bereichert. Hier einmal so ein Upgrade zu den ganzen Stats. Gold weiß ich gar nicht, ob das vorher vielleicht sogar mehr war, könnte sogar sein, weil ich habe mir, glaube ich, auch irgendwas geupgradet hier. Genau, Kristallmagie ist jetzt auf 95. Und ja, eben hier sonst die Stats, die ihr ja so schon seht. Und jetzt kann ich mal gerade schauen. Wir sollen hier nämlich, das scheint was Wichtiges zu sein, weil das hier so eine einzelne, obwohl, nee, weiß nicht, dann gehört einfach zu Takarigo. Auf jeden Fall auf meiner Karte kann ich den Fundort eines Schatzes sehen. Ja, ich würde sagen, wir machen uns einfach mal nach dahin auch schon in die Richtung. Und wenn wir da ohne weiteres mal gerade einen Schatz finden können, dann lohnt sich das doch auch. Und vor allem, wir brauchen hier auf dieser Insel keine Ewigkeiten verbringen. Und dann habe ich noch gesehen, dass wir Ansätze für. Können wir sogar direkt ausbuddeln? Ist hier noch irgendwas? Ne, ich hoffe nicht. Ansätze für irgendwelche wichtigen oder legendären Waffen oder sowas haben. Wo wir dann, ich glaube, die Klinge schon haben und uns der Griff noch fehlt. Und eins davon ist zum Beispiel auf Taranis. Da würde ich sagen, können wir auf jeden Fall mal hingehen. Gleich sofort und uns da den Griff organisieren. Also hier, man sieht, wenn ich so einen Schatz finde, das ist in Ordnung, aber das ist jetzt wirklich nichts Weltbewegendes, was man da so findet. Aber zum Beispiel hier die Muschel, die hätte ich sonst übersehen. Also ich finde diese Blicke schon echt ziemlich cool. Nur man muss eben auch bedenken, was heißt man muss bedenken, es sieht einfach in vielen Fällen ziemlich kacke aus, sage ich mal so. Zack, also ich weiß nicht, ne? Das hier ist für eine Minute vielleicht ganz schön mal so in dieser Sicht zu haben, aber dann fängt es eigentlich auch nur noch an zu nerven. Aber gut, ja, das würde ich sagen, viel mehr machen wir hier auch noch nicht. Wir wollen ja mit den Inquisitoren hier im Moment nicht viel zu tun haben. Oder mit der Inquisition. Sondern wir gehen zurück nach Taranis. Und haben hier, genau, hier Waffen. Schmiede Maras Ruf neu. Ich habe die Klinge von Maras Ruf gefunden. Wenn ich den Griff finde, kann ich jetzt vielleicht reparieren. Genau. Und was ein Zufall, der Griff ist genau da oben. Und das heißt für uns, wir wollen mal probieren, wie wir da am besten hinkommen. Ich würde sagen, wir könnten von hier aus da an die Küste gehen und dann da hoch oder sowas. Irgendwie so kommen wir da schon ganz gut hin, denke ich. Ich weiß jetzt nicht, was uns das bringt, genau, wenn wir dieses Teil neu schmieden. Wir werden es natürlich wahrscheinlich anlegen können, aber ob das dann auch wirklich stärker ist als unsere Zauber oder sowas, habe ich derzeit noch keine Ahnung. Wir haben ja hier schon mal ziemlich viel platt gemacht, von daher werde ich mich mal einmal bis da oben hindurch kämpfen. So, ab hier vorne geht es weiter mit den Mobs. Wir nehmen mal den Blitz. Haben wir drin diesen Splitter gleich richtig benutzen? Ich renne mal hier gleich schon in die ganzen alle rein. Ja, obwohl, übertreiben brauchen wir es auch nicht. Besonders viel Verteidigung haben wir ja auch immer noch nicht. Wo kann ich denn jetzt von denen eigentlich regelmäßig was nehmen? Durchkugeln, na gut. Das ist jetzt aber wahrscheinlich nichts, was ich regelmäßig kriege.
Und ich will ja jetzt dieses Ganze, was ich gelernt habe, an Zähnen nehmen, Pellen nehmen, Krallen nehmen und sowas. Soll ja nicht umsonst gewesen sein. Wir können mal bei dem jetzt schauen. Naja, Muschel und roher Fisch. Also hier klappt das irgendwie nicht so gut. Aber auf Kieler, wo ich das gelernt habe, da sind natürlich viel mehr so Waldbewohner-Tiere, sag ich mal. Also was weiß ich, von irgendwelchen Gorillas und sowas konnte ich dann da eben die Felle nehmen. Da hat sich das schon durchaus soweit bezahlt gemacht. Oder es würde sich bezahlt machen, wenn man da großartig weiter levelt. Ich denke mal, das ist jetzt schon wirklich Absicht, dass das hier dann eben nicht so extrem so ist. Aber das kommt schon noch auf Dauer. Gut, jetzt kämpfen wir uns mal weiter bis zu dem Schatz durch. Ich hatte neulich auch schon einen Kommentar bekommen nach dem Motto, ja, die Story ist doch eigentlich das Interessante. Von den ganzen Kämpfen haben wir jetzt langsam genug gesehen. Zeige uns lieber noch mehr Story, hör auf Dialoge zu skippen und lass dafür halt Kämpfe weg. Und dann aber natürlich wer anderes wieder nach dem Motto, ja, oder eben viel Zustimmung, was ich gesagt hatte, dass man echt die Story nicht doppelt und dreifach braucht. Aber andersrum, und natürlich auch nicht aus Versehen was Wichtiges skippen möchte. Es ist halt irgendwie schwer, eine Mischung dazu finden, einfach weil das Spiel einem eigentlich vorschreibt, sag ich mal, sich alles zehnfach anzuhören. Und da habe ich weder den Bock noch die Nerven für. Es ist auch nicht wirklich schlimm, weil ne, jeder Charakter erzählt einem halt auf seine Weise, inwiefern jetzt alles für den schrecklich ist und wie man dem helfen kann und so ein Zeug. Aber ne, ich habe einfach keinen Bock, mir zehnmal anzuhören, dass da jemand von den Schatten bedroht wird. Ich weiß jetzt, dass alle von den Schatten bedroht werden hier. Und brauche mir das nicht von jedem Einzelnen anhören. So, aber jetzt genug davon. Oh, ich liebe diese Astralsicht. Ne, das finde ich richtig gut. Und ich hatte mich auch eine ganze Weile lang gefragt, was das denn genau bringt. Wenn ich das jetzt skille, also wenn ich das erhöhe, und das erhöht einfach den Radius. Also wenn ich da jetzt 5 Punkte drauf gebe, dann wird der Radius, ich denke mal, auch um 5 Meter größer. Was ich eigentlich, what? Auch eine ganz nette Sache finde. Denn was ist sowas wie die Astralsicht für Gold? Bringt einem zum Beispiel nichts, wenn man da nur, was weiß ich, 5 Meter Reichweite hat. Dann sieht man die Sachen ja eh schon vor Augen. Aber als ich zum Beispiel in Kalador die Stadt ausgeräumt hatte, ich weiß nicht, ob wie viel ich da habe, ob 40 Meter oder was. Da konnte man halt wirklich sehen, ne, da hinten 2-3 Räume weiter, da ist jetzt noch eine Schatzkiste. Oder da ist jetzt noch ein Silberpokal oder was weiß ich was. Da konnte man da halt nochmal ganz gut hingehen und sowas ausrauben. Das kann ich ja vielleicht mal am Ende dieser oder sonst in der nächsten Folge auch gerne nochmal zeigen. So, jetzt wollen wir mal schauen, wenn ich hier jetzt so reinrushe und hier mal so einen Feuersturm wieder mache. Genau, wenn man die Gegner so einen Kegel vor sich kriegt, ist das, glaube ich, schon ziemlich optimal. Wenn die in so einem Kegel sind... Ah, von denen kann ich jetzt Krallen nehmen hier. Wenn die in so einem Kegel sind, dann trifft der Zauber ja immer gleich alle. Boah, guckt euch das an hier. Ohne Begleiter, Leviathan, ohne Schaden zu erleiden. Es geht voran. So, und hier irgendwo müsste... Ah, hier, Griff Maras Ruf. Sehr schön. Jetzt könnte es passieren, dass ich dieses Teil da irgendwie zusammenschmieden kann. Ich wollte einmal gerade hier entlang der Küste gucken, ob da noch was ist. Aber sieht nicht so aus. Nee, okay. So, wir schauen mal in die Quest. Ich habe die Klinge von Maras Ruf gefunden. Ich habe nun beide Teile. Nun kann Maras Ruf wieder zusammengefügt werden. Ich weiß aber natürlich nicht wirklich wie, ob ich dafür schmieden lernen muss. Also mir wurde ja, wie gesagt, sowieso empfohlen, schmieden zu lernen. Das Gold dafür habe ich auch. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal. Selbst wenn mir das jetzt hier für die Waffe nicht speziell was bringt. Aber es ist trotzdem von der Sache her schon so nice. Hier sehen wir zum Beispiel auch, was wir noch so vor uns haben. Ach, das ist auch herrlich. Zum Beispiel hier die Truhe genau auf der anderen Seite der Wand. Steht der ja da unten, wenn ich jetzt mal hier durchschleiche. Ich glaube nämlich, ich habe mittlerweile genug, um diese Truhe hier auch aufzukriegen. Oh ja, bei weitem. Schaut mal hier. 100 insgesamt. Na, dann können wir das ja einfach alles mitnehmen. Machen das mal wieder an. Sonst scheint hier oben jetzt aber nichts zu sein. Gehen wir trotzdem mal hier raus wieder. Okay. Finde ich schon eine ganz coole Sache so. Und jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich weiß nicht mehr, wer genau Stanley war.
Aber wenn ich zum Beispiel hier die Sicht anmache, da hinten müsste irgendwo Stanleys Truhe sein. Genau, das da ist Stanleys Truhe. Und dafür brauche ich Stanleys Schlüssel. Wird den natürlich wahrscheinlich Stanley haben. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Liegt der hier mit bei? Nein, tut er nicht. Wir müssen irgendwann mal gucken, ob wir den vielleicht mal bewusstlos hauen oder sowas. In der Hoffnung, dass wir dadurch den Schlüssel kriegen. Vielleicht schläft er ja gerade oben, dann könnten wir das sogar mal testen jetzt. Ne, hier liegt auch niemand. Ist da wer? Oder doch? Hört sich so an. Aber ich sehe keinen. Gut, dann gehen wir rein zu Gordon. Oder raus zu Gordon. Gut, Gordon. Dann bringen wir mal Schmieden bei. Bring mir bei, wie ich Waffen schmieden kann. Das Schmieden von Waffen ist eine Kunst für sich. Beim Erhitzen des Stahls musst du darauf achten, dass er nicht zu heiß wird. Sonst verbrennt er dir. Genauso beim Härten des Stahls. Du kannst Stahl beinahe so hart bekommen wie Glas. Aber bedenke, je härter, desto zerbrechlicher, aber auch umso schärfer. Probiere es einfach aus, bis du die perfekte Mischung aus Hitze und Kälte gefunden hast. Okay, lass mich mal an die Schmiede. Gut, also ich kann mir hier zum Beispiel Griff Maras Ruf, Klinge Maras Ruf, daraus kann ich Maras Ruf zusammensetzen. Das geht jetzt einfach so. Mach das jetzt einfach mal. Oh ja, geht tatsächlich einfach so. Oh, das gibt auch richtig schönen Ruhm hier, Quest fertig. Und wir haben Maras Ruf jetzt eben erhalten. Wir haben hier zum Beispiel ein Magier-Florett, was wir machen können. Das machen wir aus... Ah ne, wir machen eine Azurklinge und stellen das aus diesen Sachen her. Die dann halt irgendwie 40 bis 55 Schaden macht, was ja schon ganz nett ist, aber so richtig brauchen tun wir das nicht, denn warte mal, wie viel Schaden machen unsere Zauber hier eigentlich? Genau, die machen nämlich auch schon 50 hier. Von daher brauchen wir es nicht unbedingt. Ich werde mal gerade schauen, ob wir Maras Ruf in die linke Hand nehmen können. Können wir natürlich nicht. Aber ich kann testweise ja trotzdem mal ein bisschen damit kämpfen. Gut, und ansonsten können wir sowas eben auch verkaufen. Jetzt weiß ich gar nicht, kann ich eigentlich auch... Ich kann wirklich einfach nur an die Schmiede mich dran setzen, irgendwie nicht Waffen schärfen oder so ein Zeug, ne? Okay, das kann ich und brauche ich alles nicht. Und dann wirklich einfach hier hingehen und sagen, okay, das und das will ich jetzt zusammen geschmiedet haben. Nun gut. So, und dann haben wir noch Schmiede Kalados Krönungsschwert neu. Dafür brauchen wir auch den Griff. Der befindet sich ja wohl zu 99% auf Kalador. Dann wollen wir da mal eben gerade hinreisen. Gucken, ob wir den Griff vielleicht auch noch gerade kriegen. So, mal schauen. Da rechts ist der. Wenn wir uns vielleicht da hinporten und dann da so hergehen, dann kommen wir da vielleicht gerade mal noch hin. Ja, es sieht fast so aus, als würden wir hier über die ehemalige Brücke nicht kommen. Hier steht jetzt Nate davor. Mal schauen, was der uns dazu sagt. Was ist mit der Brücke passiert? Hier war mal ein großer Fluss. Aber jetzt? Naja, du siehst es ja. Ich habe nicht so genau mitgekriegt, was hier passiert ist. Entweder waren es die Schatten... Oder die Hitze aus der Schlucht. Diese verdammte Brücke war der einzige Weg zu einem der Bauernhöfe. Oh, da hätten sich schon bösen Gegner. Warum bist du hier an der Schlucht? Ich beobachte diese verdammten Schatten. Ich gehe sicher, dass keins von diesen Mistviechern über die Schlucht kommt. Durch die Lava? Keine Ahnung, was für Kreaturen sich dort drüben gesammelt haben, seit wir nicht mehr rüberkommen. Ja, sieht so aus, als könnte er durch die Lava gehen. Kannst du mir etwas beibringen? Also, ne, beibringen brauche ich von ihm, oder? Warte. Zähne ziehen kann ich doch noch nicht. Gut, dann lernen wir das eben jetzt. Dachte ich, dass ich das gelernt hätte. Nicht, dass ich das jetzt doppelt und dreifach lerne und mir jeder dafür sein Gold abknüpft. Gut, darüber kommen wir also nicht. Die Frage ist, wie wir dann dahin kommen. Eine Chance sehe ich, indem wir hier runtergehen und dann da wieder aufs Land drauf und dann da hoch. Wir kommen eben nicht unmittelbar über die Brücke, das heißt, wir müssten da in die Richtung runter. So, auf dem Weg dahin musste ich zwei Lava-Golems platt machen, aber es ging eigentlich ganz flott. Nur leider sehe ich gerade, dass wenn ich versuche, hier diese 20 Meter rüber zu schwimmen, wahrscheinlich weil das hier schon das tiefe Meer ist, dann hält er mich davon eben ab. Also ich kann nicht von da nach da schwimmen, um darüber zu kommen. Wenn ich mir das angucke, da komme ich nicht her, hier unten komme ich nicht her, bleibt natürlich nur noch hier oben irgendwo. Das sieht alles nicht danach aus, dann sehe ich eine Chance, indem ich irgendwie hier reingehe, falls das ein Tunnel ist oder sowas, um irgendwie rüber auf diese andere Seite zu kommen. Ich habe nämlich sonst echt keine Ahnung,
wie das noch gehen könnte. Werde es mal einfach noch versuchen, mich nach da oben hin durchzuarbeiten und gucken, ob ich darüber komme. Ansonsten müsste ich mich vielleicht mal online dazu informieren. So, ich bin mal noch den verdächtigen Spuren gefolgt. Also erstmal hier an sich ist nichts, aber die verdächtigen Spuren haben mir hinterhergeführt. Hier sind wir jetzt nochmal bei einem Lava-Golem. Da wollte ich euch einmal den Kampf zeigen, wie das gegen den aussieht. Jetzt wird wahrscheinlich der Blitz bei dem keine Wirkung haben. Das Feuerteil mit dem keine Wirkung haben. Deswegen ich schon mal zu dem Blitz wechsle. Na, aber ihr seht, das geht ruckzuck und der kommt gar nicht wirklich zum Angreifen. Wobei ich kann mir gut vorstellen, dass wenn er zum Angreifen kommt, dass der böse Aua macht. So, das hier können wir mal aufmachen. Zack, alles mitnehmen. Altes Wissenliche noch und das scheint es hier oben. Ah, ne, da haben wir noch irgendwas sonst gewesen zu sein. Ah, gravierter Kerzenständer und ich weiß auch genau, für wen der ist. So, aber das war's hier oben dann, glaube ich. Oder kommt man da irgendwie noch weiter hoch? Ich muss ja irgendwie immer noch versuchen, hier auf die andere Seite zu kommen. Ich hatte ja gehofft, dass man hier irgendwie vielleicht ein Brückentor runterlassen kann oder sowas. Aber es sieht nicht danach aus. Scheint hier auch schon wieder Sackgasse zu sein. Ich musste übrigens eben, ne, das will ich jetzt hier gerade ja nochmal zeigen, da drüber springen. Erstmal hier schnell speichern, vorsichtig runter. Zack und ja, genau. Wupp. Oh, ja, zum Glück. Hat geklappt. Okay, dann wollen wir mal gerade den... Oh, hier liegt noch ein bisschen Gold rum, sehe ich gerade. Der ganze Weg lag ja so ein bisschen voll mit Gold. Hier haben wir noch die verdächtigen Spuren. Dann wollen wir mal gerade diesem Ernesto, ist das, glaube ich, seinen Kerzenständer zurückbringen. Sobald ich die Quest gefunden habe. Irgendwas falsches Spiel mit Nikodem und sowas, Ernestos Hof zu übernehmen, Ernesto sagen, dass Nikodem gerade wieder einen Kerzenständer gestohlen hat, bla 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 bla. Ach, da rechts ist das alles, okay. Genau, hier haben wir es ja irgendwie zu tun mit diesen ganzen Grabräubern. Auf Kalador. Hier liegt auch noch Gold rum. Echt so ein ganzer Pfad aus Gold. Ah, hier auch noch eins. So, dann müssten wir das ja jetzt Ernesto ja mal einfach sagen können. Genau. Ich habe deinen Kerzenständer gefunden. Ist das dein Ernst? Jo. Zeig her. Er ist es tatsächlich. Vielen Dank. Aber sag mir, wer hatte ihn? Ein paar Kobolde hatten ihn geklaut. Das ist gut zu hören. Yay. Ich habe meinen Knecht Nikodem wohl umsonst verdächtigt. Dann kann ich ihm doch meinen Hof vermachen. Danke nochmal. Hier hast du eine Belohnung für deine Mühen. Hast du den Kobolden denn auch ordentlich in den Arsch getreten? Aber hallo. Die Kobolde werden dir keine Sorgen mehr machen. Wunderbar, du bist ja richtig zu was zu gebrauchen, Junge. Hier hast du noch eine Belohnung dafür. Danke. Nice. So, mit den anderen beiden kann ich da nochmal irgendwas sagen, wegen dem Kerzenständer. Hier anscheinend nicht. Wo ist der letzte? Ist irgendwie nicht hier. Eigentlich müsste Nico dem... Ah, doch, da oben ist er. Okay. Oh, ich liebe diese Astralsichten. Wir nehmen das jetzt auch noch verklickern. Danke, du. Bla, bla, bla. Ah, er gibt uns auch nochmal einfach Geld dafür. Gut, nehmen wir doch gerne. So, was haben wir hier? Ich habe Kisco von einem alten Grab vertrieben. Der Kerl will die Ruhe der Toten stören. Ja. Gut, dann gehe ich mal dahin und... kriege da jetzt was für oder so? Oder wie jetzt? Ich mach mich mal einfach gerade auf den Weg dahin. Hoppala, da will ich nicht runterspringen. Hopp schon. Wupp. So, da haben wir den Typen auch. Nochmal hingehen. Na, was haben wir denn da? Was? Ach, du schon wieder. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst die Finger von den Gräbern lassen? Ja, aber ich wusste ja nicht, dass du dieses Grab meinst. So gut bin ich auch. Ach Mist, na dann. Wer nicht hören will, muss fühlen. Na schön. Ich habe ohnehin keine Lust zu teilen. Zack. 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 Das ging easy. 200.
Sehr schön. Ich denke, was rum muss er in der Zwischenzeit einsammeln können. Nicht wirklich. Nur gerade warten, bis er wieder... Ja, ist gut, Feuerregen. Reicht, danke. Danke, sagte ich. Reicht jetzt. Danke. So, er ist auch schon wieder auf. Mann, das war ein harter Kampf. Das wäre echt nicht nötig gewesen. Haust du jetzt ab? Bin schon weg. Yay, sehr schön. Okay, dann haben wir das auch fertig. Dann hier irgendwas mit Burke, habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Killian hat mir seinen Brief für den Piraten Harry gegeben. Sobald Harry ihn wieder hat, wird er mich für den Botengang entlohnen. Das ist allerdings nicht mehr auf dieser Insel, von der ich derzeit auch relativ die Schnauze voll habe, sondern hier auf Kila, genau da, wo ich sowieso schon am Plündern war. Dann können wir gerne da noch einmal schnell hin und uns da noch einmal angucken, was da so geplündert ist, wie die Ecke da so aussieht. Ich war da, wie gesagt, jetzt einmal schon kurz. Und dann kann ich da vielleicht auch schon direkt ein bisschen wieder weiter looten. So, einmal noch dahin. Also ein paar Sachen sind da noch, die wurden einfach ziemlich gut bewacht, weil ich habe bei denen jetzt ja, oder was heißt gut bewacht, also ich bin bei denen ja noch nicht besonders gut angekommen bisher. Und dann gehen die natürlich direkt auf mich los sozusagen, wenn ich da mal ein bisschen plündere. So, den Brief können wir da gerne gerade schon mal wieder zurückbringen oder mit Buddy erst reden. Hey, du da! Du hast hier nichts verloren. Sagt wer? Das sage ich. Und ich bin hier der wichtigste Mann. Ohne mich hätte hier keiner was zu trinken. Also wirst du tun, was ich dir sage. WTF. nam. Ach komm. Dafür bin ich nicht gut genug. Ach Mist. Schon gut. Komm wieder runter. Wer sich hier nicht durchsetzen kann, ist die größte Lachnummer. Das mit der Lachnummer ist dir prima gelungen. Ach Scheiße. So langsam weiß ich auch nicht mehr, was ich tun soll, damit man mir mit Respekt begegnet. Trag in Zukunft einfach weniger dick auf. Irgendwie hast du ja recht. Haben hier bald eh kein Wasser mehr und dann geht sich jeder an die Gurgel. Okay. Guck dich um. Hier gibt's doch genug Wasser für alle. Oh, wir haben hier einen ganz schlauen, was? Salzwasser. Schon mal Salzwasser getrunken? Wer das trinkt, hat wohl zu heiß gebadet. Ohne Zugang zur einzigen Wasserquelle hier auf Kila war's das. Kein Wasser, kein Rum, kein gar nichts. Wir sind erledigt. Wie gut bist du mit dem Messer? Hey, ganz langsam, ja? Ich will keinen Ärger. Ich meine, wie gut du ein Messer werfen kannst. Mann, sag das doch gleich. Ich würde sagen, ich bin ein ganz... Gut, bla bla bla, wir können also wahrscheinlich gegen ihn spielen. Ich werde mal hier einen Cut setzen. Nächstes Mal geben wir ganz schnell das Teil hier ab, reden uns mit den Leuten hier einmal durch. Und wenn ich gut drücke, man sieht schon, ich habe ja auch noch ein bisschen was zu plündern vor mir. Und gucke dann mal, wie wir weiterverfahren mit den Quests und wie wir vielleicht endlich mal hier mit diesem Reaktor weiterkommen. Denn bis morgen. Tschüss.